Jessica von Bredow-Werndl mit zwei Stuten hier, mit zwei hocheleganten Damen. Eins, zwei, drei Prüfungen sind jetzt schon gelaufen. Gibt es schon sowas wie ein Ich bin ein sehr happy Fazit? Ja, ist ein gutes Resümee auf jeden Fall bis jetzt. Zaire hat sich vor allen Dingen im Vergleich zur ersten Prüfung wahnsinnig toll reiten lassen heute. Ich hatte zwar einen dicken Fehler, der mir dann doch die letzten Punkte geraubt hat, um eine höhere Prozentzahl, nicht Platz TV, Prozentzahl zu bekommen. Aber ich bin sehr, sehr, sehr stolz, dass sie sich in dieser Atmosphäre doch so gut gefangen hat, weil am ersten Tag war das noch ein bisschen wild, was wir da aufs Parkett gelegt haben und ich bin da sehr happy. Wir sind ja immer neugierig. Wie haben Sie diesen dicken Fehler, wie Sie es so schön gesagt haben, erlebt? Ich bin da sehr selbstkritisch und habe mir gedacht, boah Mist, habe ich wohl an irgendwas anderes gedacht? Aber ich glaube, ich habe doch nicht an was anderes gedacht. Ich glaube, dass Zaire mitgedacht hat, weil oft nach der Passage in der Nähe davon ja das Angaloppieren kommt im Grand Prix. Und ich glaube, sie wollte es eigentlich richtig machen und ich habe ihr die Hilfe nach vorne gegeben. Und ich glaube, dass sie irgendwie mitgedacht hat, weil ich war auch überrascht, als der Fehler passiert ist, weil es ist jetzt nicht sowas, was so leicht passiert, aber... Ein kurzes Angaloppieren, das hat Punkte gekostet, aber alles in allem hatte man das Gefühl, sie konnten viel mehr reiten. Ist das wahr? Und dieser Weg war ja so lang mit ihr, oder? Ja, total. Ich bin voll zum Loslassen gekommen. Ich habe ganz oft übergestrichen, egal ob es in der Traversale war oder in den Passagen. Und ich habe sie loben können zwischendurch und ich war mega happy, weil das hat mir alles bedeutet heute, dass ich einfach wirklich zum Loslassen gekommen bin und dass sie echt bei mir war. Sie haben noch ein Pferd dabei. Ich gebe zu, das nimmt einem schon so ein bisschen den Atem, mit welcher Geschwindigkeit die Leiter hochklettert. Dallera. Wie war Dallera im Grand Prix? Wie war das Erlebnis Dallera in Aachen im Grand Prix? Sie hat mir auch den Atem genommen. Sie war unglaublich. Also, wie du schon gesagt hast, das ist nicht normal, wie schnell sie sich entwickelt. Das war der 6. Grand Prix in ihrem Leben überhaupt. Dann hier in Aachen und dann rockt die das Ding. Also das waren natürlich noch 2, 3 Kleinigkeiten, die wir weiter verbessern können. Oder lassen wir es 5 Kleinigkeiten sein, weil die sich einfach weiterentwickelt. Aber die Tatsache, dass sie jetzt schon auf diesem Niveau da so durchtanzt, macht mich selber sprachlos. Es gibt ja Pferde, die kommen da rein und sagen, oha, was ist hier, ducken sich. Bei Lallera hatte man das Gefühl, die kommt da rein und sagt, boah, ist das cool hier. Stimmt das? Ja. Genau so war es. Die wird da irgendwie noch größer. Also die ist schon sehr groß und die kommt da rein und wird noch größer. Und die gibt mir auch das Gefühl, hey, wir machen das jetzt, oder? Strotzt sie vor Selbstbewusstsein? Zunehmend, ja. Kann man so sagen. Ich habe gesehen, Sie haben heute mit einem Pferd, ich muss gestehen, ich weiß im Vorbeirennen nicht mal welches, hier so ein bisschen Art Handarbeit gemacht oder Bodenarbeit. Wer war es und was haben Sie gemacht? Das war Zaire. Es war tatsächlich unmöglich, heute Mittag hier hinten am Platz Schritt zu reiten, weil sie sich so aufgeregt hat, dass ich abgestiegen bin, weil ich unbedingt wollte, dass sie diesen Platz in Ruhe verlässt. Und ich wollte nicht, dass sie wegläuft. Und dann habe ich mir einfach die Zeit genommen und habe sie immer wieder hingestellt und angehalten und wieder Schritt und angehalten und wieder Schritt, damit ich hier ruhig von diesen Plätzen runtergehe. Und deswegen, wenn man das gesehen hat und gefühlt hat, ist es umso erstaunlicher, dass sie doch alles für mich gegeben hat da drin heute und dass sie so 100% bei mir war. Und das bedeutet mir weitaus mehr als der kleine Fehler, der da heute passiert ist. Jetzt stelle ich eine ganz blöde Frage. Ich weiß es im Vorfeld, aber irgendwie muss ich es ja doch machen. Es ist ja doch ein wichtiges Jahr. Viele Pferde werden bald Richtung Amerika fliegen. Ich frage nur mal so, wäre Dallera denn dazu noch zu jung? Nein. Wäre sie nicht. Wunderschön, diese Antwort wollte ich hören. Vielen tausend Dank, Jessie. Und dann natürlich alle gedrückten Daumen für den Spezialmorgen mit Dallera. Und Glückwunsch für heute. Danke.